Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde unseres Victoria 3 Let's Plays mit China. Und ja, wir sind gerade dabei, uns Richtung Bankrott zu arbeiten, um dann den Bankrott zu erklären, um dann vielleicht wieder Plus zu machen, weil die Zinsen schaffe ich niemals im Leben zurückzubezahlen. Never ever. Bei 194.000 Zinsen. Ne, ich finde das halt auch ein bisschen witzlos. Weil sobald du einen gewissen Threshold hier überschritten hast, du kommst hier nie wieder raus. Never ever. Und ja, da müssen wir halt mit der Konsequenz eines Bankrotts leben. Na, 75% weniger Prestige, das wird ganz schön reinzwiebeln. Die Anleihen runter, Offensive minus 75%, Defensive minus 75%. Also, das wird ganz schön richtig heftig wehtun. Würde ich mal sagen. Ja. Und 1,5 Millionen Pops werden radikaler werden, weil Anteile an Gebäuden. Und wir haben schon relativ viele Radikale. Ich meine, fast ein Drittel unserer Bevölkerung ist scheiße drauf. Schauen wir mal. Yeah, 0%. Ey, ich kann kein Gesetz mehr durchdrücken. Leute, die jetzt schon regelmäßig ein bisschen zugeschaut haben, die haben vielleicht gemerkt, dass es wirklich nicht mehr möglich ist, irgendein Gesetz durchzudrücken. Weil die Landwirtschaftspartei so viel stärker ist und ich kann sie nicht unterdrücken, weil ich meine Autorität schon komplett verschieß. Und ich muss die hier bald auch rausnehmen, die ganzen Steuern und so. Wobei ich tatsächlich in Formosa vielleicht... Müssen wir mal gucken. So, immer noch 7%, immer noch bei Unterstützung. Das kannst du vergessen. Die 29,5%, die schwingen eher rüber Richtung Blockieren als zu irgendwas anderem. Der Lebensstandard ist kacke. Alles nicht so einfach. Alles nicht so einfach. Und ich hätte echt gern die Migrationskontrollen. So, bald haben wir's. Mangelnde Steuerkapazität. Guck mal, das sind auch 67.000. Wenn ich die hätte, dann könnte ich es vielleicht sogar fast schaffen. Aber ich habe die halt nicht. Bedeutende Exportroute für Holz. Oh. Kauft jemand bei uns fleißig Holz ein? Eigentlich mit denen so anti-österreich-ungarische Liga, russisch-österreich-ungarische Vereinigung, anti-britische Gesellschaft. Hier ist relativ anti mit den Briten und mit den Deutschen, der Russe. Kohle. Ein paar Unis. Hey, wir sind auf Platz 91. Also Alphabetisierung, da kommen wir voran. Zwar auch nur, weil wir nur Peking und hier Formosa nutzen. Aber gut. Oder Formosa, nicht Formosa. Ey, das sind doch dumme Penner.
Ich gebe jetzt bestimmt nicht mehr Geld aus. Lass den Scheiß scheitern und gut ist. Es ist scheißegal, was für ein Gesetz ich beschließe. Es ist absolut scheißegal. Ich würde so gerne in den Freihandel gehen. Ach komm, mehr als schief gehen kann's nicht und die Gewerkschafter können sich von mir aus so radikalisieren, wie sie wollen. Und dieser Bug ist ein richtiger Abfuck. Dass die Privatbauten nicht mehr bauen. 300 Millionen auf der hohen Kante und kein Schwanz juckt. Die einfach plündern, den Kredit abbezahlen, noch ein bisschen Puffer aufbauen und zack, sind wir wieder voll im Game. Richtiger Schmutz. Das wäre tatsächlich mal eine... Seid ihr dumm? Verpisst euch! Kann ich dich ermorden lassen? Dissidenten verbannen? Ja, weg mit dir. Du hier auch. Geht nicht. Schade. Nice, Bankrott erklären. Zack, nur noch minus 74.000. Obwohl wir nichts bauen und nichts ist. Hä? Wieso ist die Zahl dann bitte schön weiß? Ah, sehr schön. 55.000. Ja, wir schmieren jetzt ab. Ist voll fein. Was soll ich machen? Was ich jetzt machen könnte, ist einfach, um den Prestige noch ein bisschen anzuheben und die Autorität da reingehen. Wir machen jetzt hier ein bisschen Plus. Dann, ja, mal gucken. Schaut euch den kleinen Hüpfer an. Das hat der Bankrott ausgemacht. Geht's los. Einfach witzlos. Hat er mir jetzt auch die... Oh, dein Scheiß Ernst? Warum cleanst du denn bitte schön meine Baureihe? Oh, du Penner. Dieses dumme Spiel. Warum hast du denn die Baureihe gecleant? Das ist dann nur dumm. Ey, wollt ihr mich verarschen? Bankraub, Entschädigung. Na, scheiß doch da Hund drauf. So was Dummes. Nice, 20% chillig. Okay, ja gut. Wie ist es denn jetzt auf unserem Markt zugestellt? Holz sind wir absolut am oberen Ende.
Lars. Also ich werde jetzt auf jeden Fall schon mal alles soweit vorarbeiten. Ah. Moment, wir haben... Bitte, hä? Waren. Jetzt, Moment. Okay, ein Plus von 367. Ja, okay, gut. Ich habe auch so einen Arsch voll Regierungsverwaltung, dass es mich jetzt nicht unbedingt so extrem wundert. Aber weißt du was? Wenn der Freihandel nicht beschlossen wird, dann kriegt ihr eure scheiß nationale Überlegenheit. Ich war dabei hier Entwicklung. Passt schon. Ja, okay, gut. Plus 1,4k Papier ist schon nicht wenig. Aber Besteuerungskapazität erhöht sich halt fast um das Doppelte. Und wir haben so einen Eimer voll in Peking stehen. Im Moment 135, dann 270 und zack, schon wieder 14k. Wie sieht's aus in Sichuan? 70, 140. Okay, da wird's runtergehen. Lassen wir das nur in Peking so hustlen. Weil die Steuerverschwendung ist halt crazy. Oh, Formosa können wir das glaube ich auch machen, ne? Formosa, nicht Formosa. Ein bisschen was hat's gebracht. Nicht auf lange Zeit, aber hat was gebracht. Ist mir so egal. Ich will nur, dass der Freihandel beschlossen wird. Situation auf der Straße. Mann, ey, hier, da ist mir pack egal. So, in Peking. Da sind wir jetzt, glaube ich, komplett durchgebaut. Aber es war noch hier mit der einen Armee. Es sind sogar mittlerweile schon drei Armeen, wa? Ah. Alles Landbewohner. Ich will die scheiß Landbewohner nicht haben. Das sind so richtige Pisser. Weil die bremsen alles aus. Ne? Sobald sie dann Sachen haben, dann sind sie, ja, okay, gut, kann man mit leben. Aber egal, was du machst, die drücken die Bremse rein und sagen, nee. Ist gut so, wie es ist. Deswegen leckt mich. Selbe Geschichte bei den Generälen. Wieso sind das 24? Ey, das ist doch ein scheiß Witz, wisst ihr? Ich habe die Kacke hier doch reingedrückt, ne? Die plus 17 in Rekrutierung, aber nix ist mehr. Die sind ja rausgeschmissen worden beim Bankrottgehen. Ey, dieses Spiel hat hin und wieder halt echt noch einen Haufen Bugs. Das fuckt mich tatsächlich auch richtig ab. Jetzt habe ich hier wieder eine scheiß Zahl rumstehen, die überhaupt nicht real ist. Die non-existent ist. Das ist was, da müssen die unbedingt dran arbeiten. Exakt diesen Scheiß verschwinden zu lassen. Na, wenigstens stehen sie hier nicht mehr drin. Okay, 1, 2, 3... Dann hier waren 6. Naja, von mir aus auch 7. Scheiß drauf.
Wir nehmen auch nochmal drei. So. Stehen jetzt nämlich überall noch in Klammern diese scheiß Zahlen dran, obwohl die überhaupt nicht da sind. Millionen. Wie viel Miese mache ich, wenn ich jetzt baue? Tja, 3 Millionen Investitionsfonds. Ohne Spaß. Also wenn es ein Spiel gibt, das durch seine Verbuggtheit auffällt, dann ist es tatsächlich leider Victoria. Es ist ein super geiles Spiel, es macht super mega Spaß. Aber das buggt halt nur ab. Es gibt kein Spiel, in dem sowas so oft passiert. Ne, ich meine, Anzeige, Fehler und so, schön und gut. Aber dir komplette Baureihen zerstören und so ist, weiß ich nicht. Wird wahrscheinlich auch vorerst mal das letzte Mal sein, dass ich Victoria ein Let's Play starte. Außer ihr habt irgendeinen Start, den ihr unbedingt sehen wollt, wie ich ihn durchspiele. Dann mache ich das natürlich gerne. Das dürft ihr gerne in die Kommentare schreiben. Würde mich auf jeden Fall freuen, ein bisschen was von euch zu lesen. Ne? Und ja. Ja, trotz allem. Also, das ist echt witzlos. Muss man mal so sagen. Hier, wenn man sich das anschaut, da damit nur ganz wenig Minus einfach in den Keller geschossen. Und schon wieder eine Blockade, ey. Was ist denn? Kann ich die scheiß Landbewohner hier nicht rausziehen? Regierungsumbildung. Nee. Warum müssen denn die Literati jetzt hier wieder leiden? Die sind doch gerade erst reingekommen. Tausch die mal mit den scheiß Landbewohnern aus. Literati und die Industriellen. Und dann können wir endlich arbeiten. Bremst einen schon ganz schön aus, ey. Sag ich mal so, wie es ist. Minus 68. Steuerungskapazitäten überall in der Miese. Wobei wir hier mittlerweile echt schon nah dran sind, ne? So, mehr Armeen sind gebaut. Aber in Peking, wir können noch mehr Weizenfelder gebrauchen. Erhöhe mal um 18. Und dann nochmal einen Zug. Weil die Infrastruktur ja auch irgendwann am Arsch ist. Ja, dann gibt denen halt noch ein bisschen mehr Power. Wir sind jetzt in der Analyse, muss nur noch in die Abstimmung kommen. Kriegen wir ja wohl hoffentlich hin. Minus 200k, Goldreserven sind noch bei 144k. Ich will nicht wieder in die Zinsfalle rutschen. Die Woche lassen wir jetzt mal fertig laufen. Und dann gucken wir mal. Also wir haben noch 245k. Theoretisch
Also wir müssen dann safe auf jeden Fall direkt raus. Nach der nächsten Woche. Weil jetzt Kredit minus 600. Ja, wobei, wir können es auch einfach fertig bauen lassen. Kostet uns hier jetzt nicht so viel. Na, minus 1k Zinsen. Oh Gott. Ja, okay, gut. Ich muss es doch pausieren. Zack. Weil das nämlich ein anderes Ausmaß hat. Minus 2k nehme ich schon hier. Zinsen. 400.000 Kredit. Ich hätte früher stoppen sollen. Das ist echt zum Kotzen. Es ist so zum Kotzen. Die rote Angst. Das kann aber bei uns passieren, das ist richtig. So, Rang 32. Da drauf scheiß ich. Norddeutscher Bund Kommunisten. Was geht bei euch? Was habt ihr? Räterepublik. Uiuiuiui. Also wenn, dann müsst ihr natürlich eher auf einen Einparteienstaat gehen. Also. Lol. Sogar abgezogen. Okay. Gut, naja. Wieso machen wir den Min... Okay. Ich wollte meinem Land was Gutes tun. So. Jetzt sind wir auch wieder auf einem normalen Steuerlevel. Vielleicht kommen wir also auch noch ein bisschen mit der... mit dem Lebensstandard hoch genug. Ich meine, eigentlich ist bei uns ja nicht so wild. Die Besteuerung ist halt das, was uns hier gerade richtig reingeschissen hat. Zumindest was den Lebensstandard angeht. Sonst haben wir uns nur die Zinsen reingeritten. In die Kacke hier. Weil die Zinsen nämlich scheiße sind. Ja, scheiß doch der Hund drauf. Migrationsanziehung runter. Who the hell cares? Was sieht's denn hier aus? Hier steigt die Bevölkerung nämlich auch nicht. Ja, hier wächst sie. Und Freihandel beschlossen. Chillig. Marktplatz der Welt. So. Die rote Angst. Na, da bin ich mal gespannt. Ob es da in diese Richtung noch irgendwas wird und wir vielleicht noch hier eine rote Flagge kriegen. Aber ich bezweifle es tatsächlich im Moment eher. Wie sieht es denn aus mit unseren Freunden aus Österreich-Ungarn? Euch schenke ich doch mal hier die Möglichkeit, mit uns am Start zu sein. Und die Botschaft ist minus 75. Wo kommen die her? Wegen Verrufenheit, ja, das ist klar, weil wir noch berüchtigt sind. Aber sonst geht in eine gute Richtung, wa? Ist okay. Gut, dann können wir nämlich hier aufhören, die Beziehung zu verbessern. Dann haben wir hier wieder das Hoch. Und dann kommen wir prestigetechnisch auch schon wieder auf einen anderen Rang. Der zeitliche Modifikator, klar, ne? 65%, das wird jetzt noch ein Weilchen dauern. 10 Jahre insgesamt. Aber gut, wir kommen auf jeden Fall wieder in eine richtige Richtung. Was soll denn jetzt das hier? Wieso machst du minus 6k? Hä?
Und wieso wachsen unsere Goldreserven jetzt gerade wie bescheuert? Was ist das denn für ein Bug? Hä? Wieso haben wir jetzt 3,6 Millionen Goldreserven? Wo kam das her? Ist das... Bitte, hä? Ich raff es nicht. Millionen Goldreserven. Geht das jetzt wieder hoch? Ich glaube, ich habe meinen Spielstand zerschossen. Naja, wir spielen den auch immer noch weiter. Also, ich werde ihn nicht ausbremsen. Ich frage mich, wo wir das Minus herholen. Aus den Subventionen oder wie? Glaube ich nicht. Zusätzlichen Ausgaben sind das ja auch nicht. 4,9 Millionen. Also irgendwie machen wir Plus. Ich habe so das Gefühl, dass hier irgendwie eine Anzeigeproblematik drin ist. 5,3 Millionen. Naja, okay, wenn das so ist, ne, dann können wir hier ja auch wieder auf Bauen drücken. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz, bevor ich jetzt diese Folge an dieser Stelle beende. Wir haben 5,34 Millionen. Ja, gut. Jetzt haben wir 6,3 Millionen. Jetzt haben wir 6,4 Millionen. Also ich weiß nicht, was hier gerade abgeht. Aber irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Aber wir lassen es laufen. An der Stelle vielen, vielen lieben Dank, Leute, dass ihr eingeschaltet habt. Falls ihr eine Ahnung habt, was hier gerade eigentlich passiert, dann lasst es mich doch gerne wissen. Aber wir werden auf jeden Fall jetzt einfach weiterspielen. Ich meine, es sind nur noch 15, 16 Jahre. Und dann ist ja im Endeffekt auch schon dieser Spielstand wieder rum. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und wie gesagt, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr hier jetzt von der ganzen Situation mit dem Bugs haltet, die sich hier jetzt anhäufen wie bekloppt. Gut, an der Stelle kann ich euch eigentlich nur noch sagen, euch einen wunderschönen restlichen Tag. Haut rein und see ya.